Hantavi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Merkwürdighausen mit den Ahnen von Bella Grusel. Und hier haben wir die Tochter von Bella, nämlich die Belinda, die ja jetzt auch eine junge Erwachsene quasi ist. Und ja, sie hat jetzt mit diesem Rollvieh auch ihr Date gehabt. Okay, sie würde gerne nochmal mit ihm daten. Zur Liebe hatten wir es leider nicht geschafft. Also dieses Liebezeichen hier, da hatte irgendwie noch ein bisschen was gefehlt. Aber gut, das kriegen wir irgendwie doch auch noch hin. Außerdem wollte ich sowieso noch mal mit ihr ein Blind Date machen. Und ihr geht es so gut, würde ich schon fast sagen. Wir haben Montag nachts, sie hat ja überhaupt noch gar keinen Job, dass ich doch direkt einfach ein Blind Date bestelle. Das machen wir doch sofort. Yay. Wir rufen mal den Service an. Und ich gucke nochmal, was die anderen so machen. Nervus ist gerade hier und was macht er da? Ah ja, Internetrecherche Sport. Und ich sehe Egon hier auch am Computer. Der macht auch die Internetrecherche bei Wissenschaft. Super, die kümmern sich also um ihr Hobby. Und unser Kurt ist hier. Kurt, du könntest doch, oh, warte mal, du könntest joggen oder wandern gehen. Wandern gehen. Das wäre doch ganz cool. Oh, warum hast du denn... Warte, Heiratsvermittlung. Warum hast du denn deine... Wer soll wandern gehen? Ach so. Ja, nur... nur Kurt. Der geht alleine wandern. Ja, bitte. Auch ganz hübsch, oder? So wie sie angezogen ist. Sind wir mal gespannt. Und Tamara... Oh, der geht es auch super, super gut. Die geht hier oben gerade ein bisschen entspannen. Die zieht dir mal was an. Und dann gucken wir mal ganz kurz nach Kati. Kati möchte gerne mal auf die Toilette. Ein bisschen Hunger hätte sie vielleicht auch, aber halt, warte. Tamara kann ja dann mal das hier wegwerfen. Und wo haben wir denn die Toilette? Da haben wir sie stehen. Kati ans Töpfchen gewöhnen. So, da gucke ich mal. Jetzt vielleicht ist ja die. Da ist sie doch schon. Lise Göttgens. Die begrüßen wir. Und ich würde mal fast sagen, der Egon kann seiner Tochter auch was zu essen bringen. Nämlich diese Kribsmilch, die ja ein bisschen weiter unten zwar ist. Oh, was ist denn das? Reparieren. Kribsmilch für Kati zubereiten und dann noch hier reparieren. Das kann er dann direkt noch machen. So, dann gehen wir mal zu Belinda. So, dann. Super, ich bin mal gespannt. Hallo. Ich würde gerne, Moment, ich muss sie ansprechen, um ein Blind Date bitten. Und ich hätte gerne jemanden, der auch drei, ja, mit einem Mann und drei Blitze nochmal. Das fände ich nochmal ganz, ganz cool. Oh, ein Hund, Luna. Chaka. Oh, ein rothaariger Daniel Janssen. Oh, auf einer Wanderung hatte Kurt das Glück, das Insekt Goldkäfer in seiner natürlichen Umgebung zu beobachten, fing es aber nicht ein, da Kurt bereits ein Exemplar, okay, zu Hause hat. Er heißt Daniel Janssen. Okay, dann quatschen wir ihn mal an. Und ich schicke Kurt jetzt einfach nochmal hier, warte mal, so ein bisschen Insekten aufspüren. So, dann gucken wir doch mal ihn an. Checken ihn doch mal ab hier. Mit Sim abchecken. Ich meine, wenn er kein Dreier ist, dann interessiert er uns eigentlich auch nicht weiter. Aber ich bin mal gespannt. Was würde er denn gern mit mir tanzen? Da müssten wir mal reingehen. Spielen. Er möchte ein Techtelmechtel. Na super. Und flirten auch noch. Oh, er ist auch ein Dreier. Cool. Aber warum kann ich denn nicht weiter flirten hier? Wir müssen uns mal erstmal ein bisschen anquatschen. Oder abhängen. Ich gehe mal auch direkt mal kurz auf Abhängen. Gucke mal derweil mal rein und schau mal. Oh. Hast du deiner Tochter schon was zu trinken oder zu essen gebracht? Und Tamara malt. Wo ist sie? Ich sehe auch keine. Okay, wartet.
Ach, Egon, du solltest hier die Kribsmilch für Kathi zubereiten. Ich sehe auch noch alle drin, ne? Es sind ja immer 2, 4, 5. Mehr sind es ja nicht. Er hat auch nichts repariert, Mann. Egon. Sie malt als weiter. Ich lasse sie einfach mal malen. So, ich gehe nochmal zu Bella. Belinda. Warum? Ich sage mal Bella zu ihr. Sie sieht ihre Mutter aber auch unheimlich ähnlich, muss ich gestehen. Warum kann ich nicht mehr mit ihm machen? Ich kann ihn zu irgendwas überreden, aber das war's auch schon. Ach Gott, wie süß hier. Voll im Schnee. Ach so, weil sie hier rumläuft. Es ist schon ein bisschen komisch, dass ich nicht so viel mehr mit ihm machen kann. Mensch, das ist ja wieder auch noch ein total anderer Typ, ja? Rothaarig. Hier einen blonden, dunkelhaarig, rothaarig. Er ist auch noch ziemlich hell im Gesicht dazu, muss ich auch noch sagen. Die anderen beiden, glaube ich, müssten so in etwa ihre Gesichtsfarbe haben. Gott, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich würde mal gerne ein paar Fragen stellen, wer er so ist und so. Die Zeit läuft schon wieder ab. Oh, Hilfe. Mann, ich glaube, wir müssen mit ihm noch mal, warte mal, tanzen. Aber ich kann auch nicht mit ihm tanzen. Okay, wartet. Ich höre mal auf, abzuhängen und gehe mal hier hin. Ja, ganz schnell. Kaiserinfalter hat er gefangen. Oh, jetzt auch, kriegt auch noch Bienen. Hilfe. So, ich bin jetzt drin. Ich hoffe mal, er kommt mal mit. Ich kann ihn noch mit ihm auch nicht mehr herbeirufen, ne? Oh, Kurt. Machen die Bienen eigentlich auch irgendwann mal was Böses? Ich weiß es gerade gar nicht. So. Jetzt könnten wir theoretisch tanzen. Tja, wenn wir es könnten. Guck mal, umgarnen kann ich dich zumindest mal. Das ist doch immerhin was. Ich meine, er hat das, was er anhat, ist gerade, naja, weiß nicht, das sieht eher nach Arbeitsklamotte irgendwie aus. Aber okay. So, ich plaudere noch mal kurz. Tanzen, spielen. Ich kann aber noch nicht mehr spielen, ne? Das ist echt blöd, irgendwie. Nun ja, ich hatte schon bessere Dates, aber so schlecht war es dann auch wieder nicht. Falls wir nochmal zusammen ausgehen sollten, hoffe ich, dass es ein wenig besser klappt. Ja, ich auch. Ich konnte ja kaum was mit dir machen. Ich weiß nicht warum. Fand ich schon ein bisschen doof. So, ich schick's die einfach mal direkt ins Bad. Und guck mal, was die anderen so machen. Nervus. Ah, Nervus, du kannst auch mal ins Bad gehen. Oh, wobei, der Typ geht gerade. Na gut, Egon, hast du es jetzt geschafft? Ah ja, du hast es geschafft. Und dann würde ich nämlich sagen, dass du der Kathi auch direkt vielleicht hier das Sprechen beibringst. Du musst, glaube ich, noch nicht arbeiten, Kini. Dann kannst du noch dich ein bisschen um sie kümmern. Oh, irgendein Klo ist gerade kaputt gegangen. Tamara, ach nee, die hat ja heute auch frei. Ach je. Können wir uns ja beide ums Kind kümmern quasi. Und Egon. Oh, Egon. Oh Gott, warum geht es dir so miserabel schlecht? Hilfe. Moment, stopp. Ach komm. Dann geh mal gerade nochmal hier. Ach kommt. In einer Stunde? Das kriegt er nicht hin. Unmöglich. Haben wir einen Urlaubstag? Verdammt. Ich glaube, er muss einfach heute zu Hause bleiben. Fertig. So, danach schlafen. Auf jeden Fall. So, wo ist denn, wo seid ihr denn? Oh, guckt mal, hat sie jetzt schon gelernt? Ach Gott, ich habe das überhaupt gar nicht mitbekommen, Mann. Aber sie ist schon fertig. Das ging ratzefatz. Hilfe. Soll man zumindest hiervon ein Bildchen machen, Mensch. Wie klein Kathi das Laufen lernt. So, jetzt gehe ich nochmal zu Belinda. Halt, warte mal, Belinda. Nein, guck doch nochmal bitte nach einem Job. Wir suchen ja immer noch die Sportlerkarriere für dich. Da ist momentan ja immer noch nichts da gewesen. Ist der Typ noch da? Ach ja, guck mal. Danach kannst du dich ein bisschen mit ihm abhängen. Ach Gott. Warum... Was sind denn hier vier Dinge hier draußen? Von wem sind die denn? Im Himmels Willen. Könnte die mal gerade irgendjemand angucken? Nervus.
Nervus hat bestimmt nichts zu tun, oder? Ja, guck mal. Guck mal. Einmal, zweimal, drei. Gamer, nein. Dreimal und viermal. Ich bin mal gespannt. Ach so, und dann das hier reinigen. Das ist kaputt. Ups. So, Geheimdienst, nein. Weil das steht ja total im Weg auch. Können wir mal irgendwo anders hinstellen. Architektur, nie, auch nicht. Wieder nichts. Das ist ja echt blöd. Kannst du, warte mal, vielleicht guck noch mal in den Zeitungen, ob da was anderes drin steht, eventuell. Ach so, ich habe erstmal gesagt, sie soll abhängen. Naja, gut. Wo ist Nervus? Nervus, wo bist du denn? Ach, da oben. Ach Gott, klein Kathi hat jetzt auch noch das Laufen gelernt. Ah, und jetzt, Egon, kannst du sie gerade fix noch holen? Kannst sie, halt, Moment, andersrum. Egon, ich muss auf Egon. Moment, stopp, stopp. Ah. Okay. Oh. Okay, also die, wartet mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Also ich habe es nämlich 1, 2, 3, 4 gemacht. Also das vierte, also das hier, das ist von Rolfi. Und dann ist das erste noch von, das war unten. Das ist für Bella. Maxim und Timo waren das noch. Und hier, das war von Ibrahim. Krass. Okay, also 1 und 4 quasi. So, dann wartet mal. Dann würde ich mal sagen. Guck mal, das kannst du hier vor deinem Zimmer stellen. Den und den. Einmal rechts, einmal links. Und so, geht das auf? Nee, leider nicht. Kann man, aber hier, guck mal, auf den Tisch kann man noch mal eine stellen. Und dann stellen wir noch eins hier in die Ecke. So, erstmal. Also, irgendwann wird es ja mal ein Kinderzimmer werden. So. Ach so, Moment, ich guck noch mal. Was machst du denn jetzt? Ach Mann, du solltest doch. Okay. Dann bring du mal. Oh, jetzt müssen wir es erstmal leeren. Blöd. Blöd. Kadi, es wird nämlich immer müder. Okay, nur gut. Du willst danach das benutzen, baden und aufwischen. Tamara, die hat heute ja auch frei. Ach ja, die kümmert sich erstmal um das Töchterchen. Kurt, ach. Ich habe Kurt total vergessen, dass ich ihn da eigentlich nicht zur Arbeit schicken wollte, egal. Aber nun einfach so geschafft. So, und ihr zwei befreundet euch jetzt erstmal so ein bisschen. Also ich muss sagen, unsere Belinda ist bei den Jungs wirklich unheimlich beliebt. Ja, das muss ich wirklich definitiv sagen. Na gut, so, also Egon. Haben wir jetzt. Ach Mann, Egon, du hättest doch nochmal die ins Töpfchen bringen sollen. Die muss doch gleich wieder aufs Klo. Machst du es noch? Nee, die ist so müde, dass sie wahrscheinlich jetzt erstmal umfällt. Toll. Naja, gut, okay. Oh, guck mal, reparier das mal. Oh, jetzt. Oh Mann. Okay. Telefon. Tamara, geh mal ans Telefon, damit du nicht im Weg stehst. Ja, ist gut. Geh mal ans Telefon. So. Oh, unser Hausmädchen kommt. Ich weiß gar nicht, Lucy Heck. Oder kann ich. Kann ich Nervus? Ja, meinetwegen. Nervus müsste da sein. So, danach bringst du Kati ins Bett, wenn du da fertig bist. Und dann kannst du hier mal das reparieren und hier aufwischen und vielleicht upsala, selbst nochmal aufs Klo gehen und dann säubern. Und Tamara, du kannst mal vielleicht erstmal selbst aufs Klo gehen. Ja. sie kann eigentlich ja auch nochmal ein bisschen was lernen, muss ich sagen. Lernen. Kochen. Ja, können wir erstmal kochen lernen. So, er schafft das, oder? Oder wartet mal, du kannst mir das hier noch lehren und dann gehst du mal kochen, weiterhin lernen. So.
So, Nervus müsste jetzt ans Telefon gehen. Belinda, die ist noch hier. Okay. Ja, ihr zwei quatscht immer noch. Ja, das ist okay. Ein Mechanikpunkt. Ja, Egon. Wow. Wobei er auch noch unheimlich Hunger hat. Also ich schicke ihn dann direkt nochmal runter. Reste nehmen und danach kannst du direkt ins Bett, glaube ich. Gott sei Dank musst du ja heute nicht arbeiten, ne? So, Nervus, du kannst mal oben... Der Mülleimer hier war doch auch noch defekt. Den kannst du mal reparieren. Dann ist das auch schon mal erledigt. So, ich gucke nochmal nach Egon. Ja, der geht jetzt erstmal auf Toilette. Juhu, endlich habe ich Verständnis über... Ein besseres Verständnis über Kochen. Wie weit? Drei hast du nur noch. Wow, cool. Hinter mir ist Nala und die spielt gerade wieder. Ach ja, von Belinda wollte ich noch irgendwann ein Bild malen. Ne? Das darf noch irgendjemand übernehmen. Ich guck nochmal nach Belinda. Wie geht's jetzt hier bei euch? Ah, 100%. Okay, Nervus, weißt du was? Dann gehst du mal hierher, verkaufst das Bild. Das sieht echt lustig aus. Belinda, du hörst mal auf, suchst noch nach einem Job. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. So, und du sagst... irgendjemand will was zu essen. Porträtmalen von Belinda. Was ist das? Was war das für ein... Ach Gott, guckt mal, was er überhaupt ist. Aktiv, alles andere ist... alles andere ist wahrscheinlich eher hier in dem schüchtern, schlampig, ernst und mürrisch, oder? Gott, ach Gott. Warte mal, Journalismus. Ach, hatten wir auch schon jetzt vorhin. Architektur und dann gibt es nur noch einen. Ja, okay. Steht das gleiche drin wie im Computer. Hier, was auch immer das gerade war. Kochen. Keine Ahnung. Quatsch. Das war Malen ja eigentlich, ne? Das war das hier irgendwie. Habe ich noch nie gesehen. So. Okay, dann stell dich mal hin, genau. Und ich guck mal, ich komme gerade näher. Ich hoffe, du machst ein hübsches Bild, sonst muss ich noch mal kurz anhalten. Aber, hoppala. Ja, noch ein bisschen weiter von unten vielleicht. Ein bisschen, oh verdammt. Doch noch ein bisschen hoch, so ein kleines bisschen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und C. Perfekt, oh, cool. So. So, ich glaube, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz rum. Also ihr zwei, ihr seid hier. Der Egon ist noch beim Essen und danach wird er dann ins Bett gehen. Daniel Jansen, der badet einfach mal bei uns. Tamara ist hier oben und die lernt fleißig. Also die ist wirklich jetzt gleich auf voll quasi. Yay! So, dann hat sie das komplett geschafft. Das heißt eigentlich, dass du direkt aufhören kannst und dann geh mal direkt Mechanik einfach weiter lernen. Eins nach dem anderen. So. Und Kadi schläft noch, aber die wird auch bald wieder aufwachen. Und ich sage jetzt aber erstmal wieder ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann wieder in einer nächsten Runde. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen oder mitteilen, wer wäre euch denn als Ehemann am liebsten? Der Ibrahim, der Rolfi oder vielleicht der Daniel? Ich bin mir noch sehr unschlüssig. Vielleicht sollte ich auch noch ein bisschen nochmals alle drei daten. Ja, schauen wir einfach mal. So, ich sage jetzt erstmal Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naidal. Ciao, ciao.